Hier hinter mir auf dem Bahngelände in Pankow soll bald viel geschehen, kräftig investiert werden. Das Gelände gehört dem Investor Kurt Krieger. Und bis die Pläne denn mal so weit waren, dass alle damit zufrieden waren, verging eine lange, lange Zeit. So, das Ergebnis war heute Thema für den Fraktionsvorsitzenden der Linken Udo Wolf und der Stadtentwicklungsexpertin Katrin Lomscher. Sie guckten sich gemeinsam mit Kurt Krieger an, was hier alles passieren soll, denn es ist Wahlkampf in der Stadt. Seit 1992 liegen die Flächen des ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofes Pankow im Dornröschenschlaf. Um die Zukunft der 40 Hektar großen Brache wurde jahrelang gestritten. In diesem Jahr nun gab es eine Einigung zwischen dem Eigentümer Kurt Krieger, dem Bezirk und dem Senat, die allerdings noch nicht unterschriftsreif ist. Zunächst in der Infobox Pankower Tor und dann im Anschluss auf einem Marsch über das Gelände informierte der Unternehmer den Besuch aus dem Berliner Abgeordnetenhaus über die aktuellen Planungen für das neue Stadtquartier mit Grünflächen, einem Einkaufszentrum und 1000 Wohnungen, davon 250 mit gedeckelter Miete in Höhe von maximal 6,50 Euro, wobei Krieger hier auf staatliche Fördermittel verzichtet. Im nördlichen Areal ist außerdem ein Gewerbegebiet vorgesehen, auf dem Krieger auch den Bau eines Möbelhauses plant. Die zwei Flächen an den Rändern des Areals werden dem Land Berlin überschrieben. Hier sollen in den nächsten Jahren eine Grund- und eine Oberschule entstehen, wobei noch unklar ist, wie mit dem Rundlokschuppen und den angrenzenden Bahngebäuden, die alle unter Denkmalschutz stehen, umgegangen werden soll. Der Möbelunternehmer ist zuversichtlich, dass es jetzt mit dem Pankower Tor vorangehen wird, wobei er in der vom Senat geplanten Ost-West-Straße, die den Autobahnabzweig Pankow-Heinersdorf mit der Mühlenstraße und der Grüntaler Straße verbinden sollte, eines der größten Hindernisse gesehen hatte, die er auch mit Unterstützung der Linken im Bezirk bekämpft hatte. Entscheidende Wendepunkte waren der Verzicht des Senates auf die POW. Der hat, sagen wir mal, hier immer den Bezirk im Magen gelegen. Und unser Verzicht auf den Park, den wir bauen wollten, gegen den Tausch von Bau von 1000 Wohnungen. Das waren die beiden sozusagen Knackpunkte, die das Projekt, ich will mal so sagen, beflügelt haben. Das heißt, Sie wollten ja eigentlich einen Park einrichten. Wie hätte man sich den vorstellen können? Was war da Ihre Vision? Naja, Pankow, wo ich aufgewachsen bin, hat ja eine Tradition an Bürgerparks. Und wir hatten so die Idee, wir machen mal einen städtischen Wettbewerb für 8 Hektar Park. So eine tolle Idee. Aber ich sage mal, der Mainstream sind eben Wohnungen fehlen in Berlin. Wir mussten uns beugen, haben wir gemacht. Wir werden jetzt 1000 Wohnungen bauen. Wie lief in diesen letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der Politik? Wenn Sie die letzten 9 Jahre vielleicht ausblenden, wenden wir uns dem Positiven zu. Seit einem Jahr ist die Zusammenarbeit Senat Pankow hervorragend. Ja, also ich bin ja auf die Zusammenarbeit von Bezirk und Senat angewiesen. Und ich muss sagen, im letzten Jahr hier und der Förderung von Herrn Geisel und Herrn Kirchner, die Grünen, hat das Projekt einen Mordsprung nach vorne gemacht. Es haben alle Senatsbehörden hier, auch in Pankow, der Bezirk, ordentlich an einem Strick gezogen. Das ist sehr angenehm für ein so großes Vorhaben von etwa 500 Millionen. Das Grundstück ist 2 Kilometer lang. Es ist ja auch eins der wichtigen städtischen Entwicklungsgebiete. Da lohnt es sich ja auch, sich für einzusetzen. Herr Krieger, Sie sind nun schon viele Jahre als Investor unterwegs hier in Berlin und engagieren sich. Ist es eigentlich besonders schwierig, in dieser Stadt was zu bewegen, weil wir eben diese zweistufige Verwaltung haben? Also, wenn Sie Investoren darüber beschweren, dass es hier in Berlin und da in dem einen oder anderen Bezirk hakt, ich versichere Ihnen, es ist in Hamburg, München, Frankfurt genauso schwierig. Große Projekte bedürfen der Zeit. Das ist so. Hat mit Berlin nichts zu tun. Sie wollen für diese Stadt was bewegen und es stört Sie auch nicht, dass Sie immer wieder hingestellt werden als der Kurt Krieger, der ja eigentlich nur eins will, nämlich irgendwelche Möbelgeschäfte bauen. Also ich sag mal, wir möchten gern auch hier ein Höffi bauen, aber hier bei diesem Riesenvorhaben ist der Höffi der unwichtigste Baustein. Wir werden auch den sicherlich ganz zum Schluss bauen. Die Kernpunkte dieses Projektes sind 2 neue Schulen, einen hier und eine auf dem anderen Ende des Geländes, 1000 Wohnungen und die Ertüchtigung des Hauptzentrums Pankow. Pankow hat demnächst mehr als 400.000 Einwohner, ist demnach 13. größte deutsche Stadt und die braucht auch ein Hauptzentrum, was diesen Namen verdient. Also nochmal, Wohnung, Schule, Hauptzentrum. Daher ist hier der unwichtigste Baustein. Herr Krieger, Sie verzichten auf die Fördermittel, auf die Sie ein Recht hätten hier beim Wohnungsbau. Warum?
Ich bin Unternehmer, ich habe noch nie Fördermittel in Anspruch genommen, ich will das nicht. Nun haben Sie heute den linken Fraktionsvorsitzenden hier übers Gelände geführt und die stadtentwicklungspolitische Sprecherin, auch Vertreterin und Vertreter der Linken aus dem Bezirk. Gehört das auch zu Ihrem alltäglichen Geschäft, also mit der Politik wirklich so in Kontakt zu treten, dass Sie über das Gelände marschieren, dass Sie nochmal deutlich machen, was die Pläne sind, wie der aktuelle Stand ist? Also das gehört zu meinen Pflichten, sagen wir mal so. Und die Linken heute waren ja nicht die Ersten, das waren vielleicht die Siebten oder Sechsten. Immer wenn Wahlen sind, ist dieses ein Pflichtprogramm sozusagen. Investorenträume hatten Udo Wolf und Katrin Lomscher den Vororttermin betitelt. Der Fraktionschef der Linken und seine Expertin für Stadtentwicklung zeigten sich den Plänen Kurt Kriegers aufgeschlossen. Träume auf Kosten der Pankower würden hier offensichtlich nicht geträumt. Wir haben schon Interesse daran, dass diese großartige und große Fläche vernünftig stadtentwicklungspolitisch entwickelt wird. Und wir haben hier einen Investor kennengelernt, der zumindest für stadtentwicklungspolitische Argumente sehr aufgeschlossen ist, von dem ich den Eindruck habe, dass er hier was auch in sozialer Verantwortung für die Stadt entwickeln möchte. Frau Lomscher, wie sehen Sie als Stadtentwicklungsexpertin den jetzigen Stand der Planung, was hier entstehen soll? Also die Geschichte hat ja schon einen sehr langen Vorlauf. Was ich sehr erfreulich finde, ist, dass es offensichtlich eine Einigung darüber gibt, dass es keine große parallele Hauptverkehrsstraße mehr geben soll auf diesem Areal. Dadurch entstehen natürlich Spielräume für andere bauliche Nutzungen. Was ich gut finde, ist, dass es ein kompaktes Stadtquartier mit fast 1000 Wohnungen oder um diese Zahl herum geben wird, die dann auch eine Verbindung herstellt zwischen den nördlich und südlich angrenzenden Stadtteilen. Offene Frage, ganz klar. Hier stehen wir sozusagen, was wird aus den denkmalgeschützten ehemaligen Bahnanlagen, wie können die integriert werden in künftige Nutzungen? Das ist eine Frage, müssen sich alle noch schwer den Kopf zerbrechen. Der soziale Ausgleich ist Ihnen immer wichtig. Sehen Sie die hier bei dem Projekt verwirklicht, dass wirklich alle die auf ihre Kosten kommen, die hier auf ihre Kosten kommen sollten? Ja, wir müssen mal sehen, wie genau dieser städtebauliche Vertrag dann aussehen soll. Wir müssen natürlich gucken, dass die Wohnbebauung, die hier stattfindet, auch sozial verträglich ist, dass sie nicht weitere Segregationsprozesse auslöst. Aber bislang ist das, was wir hier gehört haben, vernünftig und mit Augenmaß. Wie gesagt, Herr Krieger macht auf uns den Eindruck, als ob er sich auch Gedanken darüber macht, auch in sozialer Verantwortung. Das ist mehr, als wir von anderen Investoren in der Stadt behaupten können. Bislang sieht das Berliner Modell ja vor, dass 25% der Wohnungen, die auch hier gebaut werden, für 6,50 Euro dann angeboten werden. Frau Lomscher, wenn die Linke in Regierungsverantwortung kommen sollte, wird es bei diesen 25% bleiben oder werden Sie um eine andere Quote kämpfen? Also 25% sind nach den sozialen Lagen, die wir in der Stadt haben, eigentlich zu wenig. Hier in dem konkreten Fall ist es interessant, dass diese 25% ohne Förderung sozusagen zugesagt worden sind. Also ist natürlich dann nochmal eine Frage, ob mit Förderung vielleicht ein bisschen mehr möglich ist hier auf diesem Areal. In die Richtung müssen wir denken. Es geht gar nicht anders. Wenn ein Wohnungsneubau in dieser Stadt passiert, dann muss er allen zugutekommen. Sonst haben wir auch ein Akzeptanzproblem. Herr Wolf, wenn man an die Linksfraktion denkt, an die linke Partei, dann gibt es oft das Vorurteil, die und Investoren, das passt nicht zusammen. Gut, nun waren Sie schon mal in Regierungsverantwortung und haben damals mit der Leitung des Wirtschaftsressorts ja gezeigt, dass Sie das durchaus können. Wenn es denn jetzt wieder so sein sollte, wie sehen Sie da die Zusammenarbeit vom Grunde her? Ja, wichtig ist, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient. Das ist uns ein großes Anliegen. Und da gibt es so eine Investoren, da gibt es so eine Investoren. Und wie gesagt, also hier in diesem Beispiel sehen wir, dass man Verhandlungen führen kann, dass die wirtschaftlichen Interessen des Investors in Einklang gebracht werden oder in Ausgleich gebracht werden mit den sozialen Interessen des Gemeinwohls. Dafür werden wir arbeiten und ich glaube, das wird dann am 18. September auch gut funktionieren. Frau Lomscher, Sie machen Werbung damit, dass den Berlinern wieder Ihre Stadt gehört, wenn Sie die Linken wählen. Heißt das, dass Sie auch bei solchen Projekten noch mehr die Berliner, die Bürger einbinden wollen und dann auch in die Gefahr laufen, noch längere Prozesse hier vor sich herschieben zu müssen? Also noch mehr einbinden als hier, das ist jetzt auch eine steile These, weil im Prinzip laufen die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen und es war für uns heute eine sehr gute Gelegenheit, mal alle Karten auf den Tisch gelegt zu bekommen. Also was mir wichtig ist, wenn man von Anfang an alle Interessen miteinander ins Gespräch bringt, dann dauert der Vorbereitungsprozess vielleicht ein bisschen länger. Aber die Umsetzung und die Realisierung der Planung, das geht bedeutend schneller und wird vor allem auch getragen von einer breiten Mehrheit. Also ja, klares Ja zu mehr Bürgerbeteiligung. Unabhängig davon, wie die Wahlen ausgehen werden, hofft Kurt Krieger hier in zwei Jahren, spätestens in zwei Jahren, starten zu können mit dem Wohnungsbau, um dann zwei Jahre darauf fertig zu sein mit dem neuen Projekt Pankower Tor.